Hier hoch oben im nördlichen Honshu, der Hauptinsel Japan, sind wir in der Tohoku-Region und wollen nun die nächste Präfektur anpeilen. Doch während ich meine Kreise hier in dem übergroßen Dampfkessel ziehe, sag ich Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Otogi Katsukeki, Mame Dano Bakuru, oder Kisaita Dono Sainan. Und wir peilen jetzt hier die Präfektur Iwate an, denn dort erwartet uns die nächste Quest, die 45. Und da schauen wir doch glatt mal rauf. Und die heißt Güda Güda, Rokshiso, was so viel heißt wie wankeln, schwankend. Es ist die Felswippe, um Gottes Willen. Das heißt, wir müssen Balance halten. Das wird aber unheimlich. Das ist ja gruselig, um Gottes Willen. Ich krieg jetzt schon Angst. Ich krieg Angst vor dem, was mich hier tatsächlich erwarten mag. Aber wir müssen rein, wir müssen zurück. Und das sieht doch gar nicht mal so furchteinflößend aus. Das ist ja glatt der Sonnenuntergang, der uns hier tränkt an der Küste. Schöne Küstenregion übrigens, Präfektur Iwate. An der Küste dort bin ich nur mit dem Zug lang gefahren, aber ich war in der Hauptstadt in Morioka und habe so ein bisschen Sightseeing gemacht, so Weltkulturebene. Das war vor circa 4 Jahren, da war ich mal hier gewesen. Da sah es aber nicht so aus wie hier im Spiel, muss man dazu sagen. Aber schöne Orte, kann man nur sagen. Ich war, glaube ich, in Hidaizumi hieß die Stadt. Da gab es den Chūsonji-Tempel, der bekannt ist für seine goldene Halle, Konjikito. Und das ist schon wirklich ein Augenschmaus, kann man schon sagen. Und wenn man da wirklich ein Faible für Tempel und Schreine hat, dann sollte man sich da mal ranwagen. Und hier der Lachs der Region soll sehr, sehr gut sein. Hat mir ein Kollege gesagt. Kam ich aber nicht zu dir zu probieren. Wir haben uns dann tatsächlich nur für 0815 Standard Nahrung entschieden gehabt. Warum auch immer, ich weiß auch nicht, was da Sache war. Jedenfalls holen wir jetzt den Püsterich raus und feuern, was das Zeug hält. So, bevor ich hier noch weiter im Fernweh schwelge. Na, guck mal hier, ein Geldsäckchen. Dann sollte ich mal lieber hier die Katze aktivieren, verdammt. Viel zu spät gekommen. Wobei, dafür ist es eigentlich nie zu spät. Guck dir das an. Machen wir es mal so. Trümmern wir mal Lampion aus dem Boden raus. Und bringen ein Knackser an das Siegelschild. Wundervoll. Was macht ihr denn da? Ach, hier ist also, guck mal, das ist so ein Tintenfisch, der wahrscheinlich angespült wurde. Und da gerade dem Tode entgegenblickend dahinsiechend lag. Traurig, aber wahr. Auch die Schrecken muss man hier bezeugen. Da hinten ist tatsächlich schon ein Souvenir, das ist aber nicht gut versteckt. Das ist nur gut. Ist nur der Wimpel. Den will wahrscheinlich niemand haben. Man kann ich den nicht einsammeln. Jetzt, da geht's. Iwate steht da drauf. Fels und Hand sind die Schriftzeichen für diese Präfektur zu lesen. Oder? Nehmen wir mal mit. Und dann lassen wir mal den Wassersack dort kollabieren. Vielleicht ist es besser, so zu machen. Kommen wir schnell durch. Bevor ich mir hier noch ein paar Schuss einfange, machen wir das lieber gleich so. Guck mal, das ist doch so ein angespülter Tintenfisch. Was machen die denn hier? Ist der Wahnsinn hier? Eingekehrt, offenbar, ne? Ich hoffe, es hat sich gelohnt, hier das Glückskätzchen zu aktivieren. Bin mir dann nie ganz so sicher. Aber da ist schon besagte Wippe. Oh, das kann ja eine Freude werden. Hoppala! Aber wir werden belohnt mit etwas Wissenswertem, hoffentlich. Die Nummer 201, die da heißt Honshu do Ichiban Okiken. Die größte Präfektur hier auf Honshu, der Hauptinsel der japanischen. Und tatsächlich ist die Präfektur Iwate in der großen Hauptinsel Japans, Honshu, die von flächenmäßig größte Präfektur. Ach, das wusste ich gar nicht. Sie ist ungefähr so groß wie Shikoku. Zumindest ist mir das nie so bewusst gewesen. Ja, jetzt wissen wir es. Alles klar. Zack. Ah, oh, komm her. Hey! Rechtsachs. So, und ich denke, wir feuern von hier oben mal. Ich
und können dann die Tintenfische da von der Wand entfernen. Die haben sich ja festgesaugt, die Teile. Man muss ja auch immer ein bisschen rückwärtig nach hinten gucken, um nicht irgendwas zu verpassen. Ich vermute immer, dass hier in so Ecken, da oben vielleicht auf dem Vorsprung, dann doch noch ein Wissensäumel da ist. Oder ein Souvenir verborgen liegt. Aber jetzt wird es, glaube ich, auch essentiell schwieriger, wenn ich sehe, dass man hier diese Wippen über dem Wasser benutzen muss. Ach du meine Güte. Nicht so mein Terrain, aber wir müssen uns ja irgendwie hier zurechtfinden. Wow. Ich bleib mal lieber in meiner normalen Form. Gut, das Glückskätzchen war jetzt hier verschwendet. Dafür habe ich zu wenig weggeklatscht. Aber dafür ist der Druck von unseren Schultern genommen. Du sollst keine Gedanken mehr machen, das Ding einzusetzen. So, alles klar. Hopsala. Hopsasa. Hopsisi. Jetzt wird es noch enger hier. Das ist ja... Ach du meine Güte, das ist ja gar nichts für mich. War da irgendwas drauf auf den Steinsäulen, die da emporragen? Ich hoffe doch nicht. Oder hier vielleicht an den Rändern? Habe ich die Befürchtung, dass ich hier was verpasse. So, aber da geht's rein. Ab in die Kluft. Oh, eine gruselige Höhle, wie es den Anschein hat. Hallo. Bakeru, jetzt schon ein bisschen Geld bei mir loswerden? Nee, nicht für sowas. Nicht so ein Krempel. Nicht so ein Nippel. Du hast ein Glückskätzchen. Aber das muss ja nicht sein. So, in feinster Wuchtwall-Manie aus Super Mario 64 kam da gerade das Ding runtergeeiert. So. Vielleicht gar nicht mal so gut, die ins Wasser zu scheuern. Dann kriege ich nämlich kein Gold daraus. Ich bin auch ein Idiot. Verdammt. Wow, okay. Ich dachte gerade schon, ich stürze ihn ab. Das wäre nicht ganz so schön. Aber hier können wir jetzt gleich gegenklopfen. Das geht. Das Zertrümmern war mit ein, zwei Hieben. Wundervoll. Hier noch irgendwas zu entdecken? Ich gucke nochmal links und rechts. Dann hoffen wir, dass sie erst just in dem Moment, wo wir hier auftauchen, hinabstürzen. Ach, könnte sich da... Da könnte sich doch was verbergen. Auf der Seite nicht, aber hier sehe ich doch schon eine Kluft. Was uns da wohl erwarten wird. Ein Checkpoint. Moment mal. Wenn es hier weitergeht, in der Form, dann muss doch hier noch was verpasst werden. Oh Mann. Ja gut, da war ja was. Da war ja was gewesen. Ey, das tut mir aber leid. Ich will mal ganz kurz... Kann ich wieder zurück hier, ne? Ich habe auf jeden Fall was verpasst. Das Ding ist... Ey, das sieht man aber aus der Kameraperspektive nicht. So, du kannst auch nochmal runterknallen. Wollen wir nämlich das hier noch holen? Das sah aber eher aus, als wäre der verborgene Ort hinter der Wand gewesen. Wobei offenbar ist hier nochmal durch. Perfekt. Ah, hier wird so ein kleiner Wissensfreund gemobbt. Das dulden wir natürlich nicht und sprechen ihm ein bisschen Mut zu bei der Nummer 202. Matte, ureshi kinoko. Der tanzende glückliche Pilz. Ja, offenbar. Es ist so, dass vor langer Zeit, da gab es den Maitake. Und wenn das so ist, dass man einen seltenen Pilz gesehen hat, dann war man so glücklich, dass er tanzen konnte vor Freude. Deshalb wurde ihm der Name Maitake gegeben. Ach so, okay. Weil ein seltener Pilz ist der Maitake. Hat man ihn gesehen und hat gedacht, jetzt tanze ich. Jetzt tanze ich aber vor Glück. Das hat man dann Tanzpilz genannt. Ach so, gut, jetzt muss ich etwas schalten. Tja, was schon wieder mit tanzenden Pilzen? Ich tanze vor Freude. So, tanzen wir mal vor Freude hier lang. Mit euch gebe ich mir nicht ab hier. Ich mache jetzt fertig. Und zwar so. Boah. Richtig weggemobbt, die Teile. Und damit... Gibt es ein weiteres Knackslein da drinne? Zwei haben wir, ein letzter fehlt noch. Und hier wollen wir uns gleich erstmal den Tintenfisch von der Wand feuern.
Da können wir wahrscheinlich gleich hoch. Ist die Frage, erst hoch oder erst da lang? Ich vermute mal erst hier lang, ne? Jawohl. Das war eine richtig weise Entscheidung, hier zu gucken. Und zwar ist das die Nummer 203. Gumtape hat sie denn? Mit einem Klebeband, nur einer Panzertape, Strom erzeugen? Ja, denn man kann, habt ihr schon mal mit Klebeband versucht, hier Funken zu machen, Strom zu machen? Denn wenn man das wegzieht, dann hat man Reibung und kann dadurch Strom entfachen. Bitte, 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 Batsch! Also, das gibt da richtig schon Spannung. Also, ab jetzt nur noch mit Tape Strom machen. Je nach Oberfläche, auf dem das heftet, ne? Hoppala. Da können wir gleich hoch. Die wollen wir gleich erstmal entfernen. Okay, hier muss wahrscheinlich der mittlere, oder? Geht der ganz nach oben? Nee, dann geht der... Ah, der geht nach oben. Warten wir, bis er hochfährt und dann... Können wir ihn? Ja, 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 wir können ihn zermalmen. Ah, oh, das arme Viech. Und auch die Tintenfische werden hier hemmungslos platt gemacht. Da freut man sich. Und da haben sie sich auch an die falsche Wand geheftet. Na, guck mal, da hängt auch noch einer dran. Was hängt der denn hier in der Höhle so weit oben? Nehmen wir die Backenergie, obwohl... Die brauchen wir gar nicht mehr. Haben wir ja genug. Der war jetzt auch nicht allzu weise gespawnt. Aber ein paar Münzen können wir ihm noch abluchsen. Hier können wir mit Speed durch. Ah, das war cool. Vor allem... Wow, 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 wow. War da was gewesen? Ich habe was verpasst. Habt ihr es gesehen? Da war die Möglichkeit, noch links abzubiegen. Das heißt, ich habe jetzt faktisch irreparabel das verpasst. Ich muss mich töten, aber ich töte mich jetzt nicht mehr. Wir löschen erstmal alles aus und dann holen wir uns da noch den Lampion. Das Siegel ist nämlich gebrochen damit. Wundervoll. Wir bahnen uns den Weg nach draußen. Ist schon wieder soweit? Okay, das war's jetzt also. Da hinten, da gibt es ein Lichterspektakel. Ich vermute mal dort den Festtagsturm. Wobei, nee, auf dem Berg war da oben was, ne? Habt ihr das gesehen? Alles klar, hier geht's weiter. 100% werde ich sicherlich nicht mehr kriegen. Aber vielleicht kriege ich jetzt als Trostpflaster... Nee, auch nicht, ne? Ein Maneki-Neko-Glückskätzchen. Bleibt nichts für mich hier. Lass mal den verfeuern. Wakaragi? Die brennenden Daruma erledige ich auch nochmal. Da unten. Immerhin finden wir noch wen. Also nicht ganz enttäuscht. Dürfen wir hier wegschreiten. Nummer 204. Tanuki Neirio Ego De. Was so vielleicht wie das Schlummerchen, das Schläfchen, das Zwischenschläfchen auf Englisch. Was heißt das denn? Ne? Also wenn man so Nickerchen macht. Wenn man so tut, als würde man schlafen, so ein bisschen, dann hat man... Also stimmt, das ist so dieses... Das gespielte Schlafen, das Schlummern. Das nennt man Tanuki Neiri, also das Einschlafen eines Tanuki, eines Dachshundes. Und im Englischen heißt es Fox Sleep. Ach, guck mal, weil er sich wahrscheinlich in einen Fuchs verwandelt. Die Dachshunde, wie aber auch die Füchse, können sich ja verwandeln in der japanischen Folklore. Also so tun, als ob man pennt. Wie nennt man das im Deutschen? Fake Schlummern? Schlummern? Nee, Quatsch. Ist ja auch nicht, ne? Inemuri heißt ja das, der Schlummerschlaf. Das Wegnicken. Aber so tun als ob. Gute Frage. Müsste ich mir auch mal gründen. Kann ich hier rauf? Achso, ja. Da wollen wir doch nochmal uns was holen.
und für Ordnung sorgen. Ach, der wurde doch gar nicht bezogen. Alles klar, jetzt aber, ne? Auch noch nicht. Kann ich mich da noch ranhängen? Nee, ne? Ah, so hoch komme ich nicht. So. Am gefährlichsten sind wirklich die Plattformen, die einfach hinabstürzen. Da komme ich nicht weiter. Also bleibt nur der Weg. So. Dann lass mal los. Da gibt es noch was. Hier geht es wahrscheinlich weiter regulär. Erstmal den Tintenfisch wegfeuern. Und da können wir uns gleich weiter dran entlang hangeln. Ich hoffe, es ist kein Fehler jetzt, weiter zu gehen. Ich habe immer die Befürchtung, dass mir gleich irgendwas hier verwehrt bleibt. Aber es war gut. Es ist die Nummer 205. Ichinen no Manakawa. Die Mitte des Jahres oder eines Jahres ist die Frage hier. Und weißt du, welcher Tag in der Mitte des Jahres liegt? Es ist tatsächlich der 2. Juli. Ach, guck mal. Es war doch erst jüngst. Ernsthaft? 1, 2, 3 wird nochmal gezählt. Offenbar ja. Wir haben auf jeden Fall alle Wissensäumelchen hier gefunden. Dann bleiben nur die Souvenirs. Da waren Souvenirs wahrscheinlich in der Höhle gelassen. Schade. Checkpoint. Oh, krass. Der ist echt mächtig, ne? Der Angelangriff. Wenn man den auflädt, der feuert ja alles weg. Hier bleibe ich lieber mal unberührt. Da haben wir jetzt eine gigantische Steinwippe. Ich habe hier mal so ein bisschen Respekt auch vor, dass mich das Ding dann runtergleiten lässt. Wenn es zu steil wird. Wow. Da geht's prinzipiell weiter. Ich würde aber gerne hier nochmal gucken. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Vielleicht sollten wir dann doch das tiefer gehen lassen. Und auf Rollerskates sind wir vielleicht schneller unterwegs. Und das sind wir. Und wir haben einen Kessel. Ist das nicht sogar unser Kessel? Nambuteki. Ja, das ist der, die Eisengussform hier. Es gibt ja auch diese Gusseisenware ist relativ bekannt für Morioka, glaube ich, auch, ne? Also bitte hier Iwate-Präfektur sowieso. Da war in der Hauptstadt verkauft sowas viel. Ich habe auch eine, die sieht ein bisschen anders aus. Die habe ich aber noch nie benutzt, um ehrlich zu sein. Das ist irgendwie so, das sind dann so Dinge, die man sich irgendwie hinstellt, aber dann nie benutzt. Hier bin ich vorsichtig. Boah, die Dinger fallen runter, ne? Ey, das geht ja gar nicht. Da krieg ich ja echt einen Anfall. Okay, okay. Das wird knapp. Haben wir noch ein paar Tänzer? Aber, ja gut. Das zweite mittlere Souvenirteil habe ich in der Höhle verpasst. Sei's drum. Kann ja mal passieren. Sehr schön. Aksai Taisan. Iwate, guckt euch das an. Ja, da ist jetzt tatsächlich irgendwas auf der Strecke geblieben. Das tut mir irgendwie gerade megamäßig leid. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Egal, das werden wir irgendwann nochmal holen. Jetzt gucken wir mal. Ich wollte jetzt zum Abschluss der Folge, bevor ich jetzt in die nächste Präfektur reise, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, einmal noch rein in unseren großen Kessel. Denn wir müssten ja jetzt doch auch wieder maskenmäßig noch was holen können, oder? Sonst würde ich ja nichts kaufen, eine andere Maske mal aufsetzen. Zumindest. Hätte ich auch im Menü machen können, ne? Aber ich gucke nochmal. Hey! Hallo, herzlich willkommen. Ey, hier, guck mal! Hoshinoko! Kirako! Das Sternmädchen. Da müssen wir nur warten, bis wir die... Die müssen wir wahrscheinlich noch freischalten. Die hole ich mir gleich mal mit. Ich kann auch die ganzen Dinger hier schon mal aufkaufen, ne? Ich kaufe die jetzt einfach mal auf. So, bis wir die nächsten Masken kriegen, ist bestimmt noch was hin, ne? So, viel Spaß mit den neuen Masken.
So, vielen lieben Dank, sagt er nochmal. Hier haben wir die ganzen, Tanuki und die Prinzessin haben wir auch. Sowie natürlich unsere bisherigen Gewinne. Und wir sehen, so langsam aber sicher füllen sich hier die letzten Regale. Wir sind also schon weit vorangeschritten. Gut, das kann man natürlich auch mit Blick auf die Japan-Karte antizipieren, dass es schnell jetzt vorangeht. Ja, das sieht natürlich sehr entlegend aus. Ja, da kannst du auch mal ein paar Posen machen. Bakeru. Ziehen wir mal, kann man gar nicht machen, ne? Mit denen reden? Ja gut, die renovieren hier, bauen das noch auf. Und machen das Ding stärker. Das kriegen sie hin. Und mit entsprechender Kraft und... Ja, hier, guck mal. Mit Kraft und Geld könnte das man... Deshalb braucht man tatsächlich das, die Finanzen auch noch. Jetzt verstehe ich's. Tutorial, ne? Die der Shop, der die den Bunpuku hier verstärkt. Hier kann man Geld benutzen, um ein Power-Up für den Kessel-Roboter zu nutzen. Ist ein bisschen teuer, aber dafür wird er natürlich stärker. Und ja, es braucht natürlich mehrere helfende Hände. Deshalb die verborgenen Tanuki müssen wir finden. Und ja, somit dann auch die Upgrades verbessern können. Die verborgenen Tanuki, wenn wir die entdecken, dann können wir das hier echt stärker machen. Hier können wir mehr HP geben, Angriffskraft und SP, also Spezialfertigkeitspunkte, erhöhen. Machen wir mal HP. Okay. Alles klar. So, dann machen wir das mal. Bauen wir dann mal hier, bauen wir mal da. Schwenken wir mal hier ein bisschen, da ein bisschen. So, Power-Up ist fertig. Dann gehen wir dann nochmal die nächste. Machen wir jetzt auch mal hier Angriffskraft. Ich hatte ja vorhin schon angemerkt, dass wir das Geld in gewisser Weise auch mal nutzen müssen, ne? So. Dann werden nämlich die sämtlichen Verbesserungen durchgeführt. So, ordentlich geschwitzt, aber er ist verstärkt und damit haben wir auch alles gemacht hier. Wenn du noch 12 weitere Tanuki findest, ey, dann können wir ihn hier golden anstreichen. Wäre doch was Schönes, oder? Das finde ich ja auch. Ja gut, das nächste Mal machen wir weiter. Ich würde fast behaupten, auch wenn es eine kürzere Folge war, haben wir hier sinnmäßig einen guten Abschluss dann auch. Und dann schauen wir mal, mit unserer neuen Maskausgröße geht es natürlich dann auch entsprechend weiter. Ich muss mir mal ein paar Passwörter hier holen. Der alte Herr sagt ja auch nichts weiter, ne? Du musst durch die Lande ziehen, ja, die verschiedenen Präfekturen besuchen, dann natürlich die Souvenire mitbringen, ja, das ist das Wichtigste. Ja, alter Knacker. So, um mal Abwechslung zu haben, sag ich mal hier Tschüss, ja, vor der World Map. Bis zum nächsten Mal, passt bitte auf euch auf, gehabt euch wohl, ihr liebsten Leute. Könnt nochmal kommentieren, liken, ob ihr den Fall nicht geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nicht mehr verpasst. Und das nächste Mal unbedingt wieder einschalten, wenn es weitergeht. Bis dann, auf Wiedersehen und bye bye.